Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Polly Piepmatz. Peppa und ihre Familie besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Opa Wutz! Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Kommt herein. Wir haben was für euch. Was ist es? Wir haben ein Haustier. Ratet mal, was für eins. Sausier? Nein, nein, kein Dinosaurier. Kommt und seht selbst. Oma und Opa Wutz haben einen Papagei. Peppa, Schorsch, dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Feine Polly. Feine Polly! Polly, braves Mädchen. Polly, braves Mädchen! Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? So sind Papageien. Ich zeig's dir. Hallo, Polly. Hallo, Polly. Hallo, du lieber Piepmatz. Hallo, du lieber Piepmatz. Kommt rüber, ihr Lieben. Der Tee ist fertig. Peppa, Schorsch, schaut mal, es gibt Schokoladenkuchen. Komme, Omi. Peppa und Schorsch lieben Schokokuchen. Doch heute schlingen sie ihn schnell hinunter, um mit Polly spielen zu können. Fertig! Ihr macht aber eine Menge Lärm. Oma, dürfen wir jetzt bitte aufstehen und mit Polly Piepmatz spielen? Habt ihr euren Kuchen denn ganz aufgegessen? Na dann mal los. Hurra! Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo? Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein lieber Vogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Du meine Güte. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz.
Neue Schuhe. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja! Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh! Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh! Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh! Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch, wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa. Guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen.
Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal, wie schnell ihr lauft. Oh. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Oh. Schaut mal, der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind weht jetzt wirklich sehr stark. Schorsch! Peppa! Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Hurra! Höher, höher! Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra! Ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja? Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig! Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn! Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Ha. Hurra! Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra! Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfützen machen mindestens genauso viel Spaß, wie einen Drachen steigen zu lassen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ballettunterricht. Peppa besucht ihre erste Ballettstunde. Das ist Madame Gazelle, die Ballettlehrerin. Ah, so, da ist die kleine Peppa. Du willst also tanzen lernen. Hallo, Madame. Ah, wie süß. Willkommen zu deiner ersten Ballettstunde.
Ich hol dich nachher ab. Bis gleich. Viel Spaß, bis später. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Kinder, wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arme. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Grazie und Anmut. Peppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du? Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und George und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, George, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht, aber für dich und George und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also, ich mache das jetzt erstmal vor und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt, aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de deux. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Oh.
Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Ho, 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 ho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeier leicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Sausier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorschs Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verkleiden. Peppa und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Was ist das? Peppa hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt. Boah. Das ist Papas Hut. Und das ist Mamas Kleid. Schorsch, sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz.
Und jetzt komm ich. Ich wär jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich, ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle! Eiscreme? Peppa? Schorsch? Zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa! Schorsch! Da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Kostümparty. Peppa und Schorsch geben eine Kostümparty. Sie haben alle ihre Freunde eingeladen. Peppa hat sich als Zauberfee verkleidet. Und Schorsch geht als Dinosaurier. Hier sind Wendys Freunde. Luzi Locke, Klausi Kleff, Molly Mietze, Luisa Löffel und Pedro Pony. Luzi geht als Krankenschwester. Hallo, Luzi. Hallöchen, Herr Wutz. Gut, dass Sie da sind, Schwester Luzi. Kommen Sie aus dem Krankenhaus? Ich bin keine echte Schwester. Ich bin nur verkleidet. Der Witz war gut. Na, und wen haben wir hier? Ich bin ein Pirat. Landratten in Sicht. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Nee. Ich bin ein Clown. Das ist lustig.
Und was bist du, Luisa Löffel? Eine Karotte. Fantastisch. Kommt rein. Drinnen warten eine Zauberfee und ein Dinosaurier. Hallo alle zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Ich bin Zauberfee Peppa. Du musst dich verbeugen, wenn du zu mir sprichst. Hallo Majestät. Ich bin Schwester Luzi. Sag mal A. Ah. Also A. Ah. Nee. Ich bin ein Clown. Mach mal was Lustiges. Luisa, warum hast du dich als Karotte verkleidet? Ich mag Karotten. Sausia. Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo. Ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia. Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Jetzt sagst du, wer der Gewinner ist. Au ja. Und gewonnen hat ich. Peppa, du kannst dich nicht selbst wählen. Du bist der Preisrichter. Oh, schade. Such jemand anderen aus. Okay, die Möhre gewinnt. Hurra! Danke. Peppa findet Kostümpartys großartig. Aber nicht nur Peppa. Neue Schuhe. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja! Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh! Papa Wutz schaut im Schubkarren nach. Aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh! Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach. Aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh! Jetzt waren wir überall. Aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch, wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa.
rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa, guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch. Aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Oh.